Sportfreunde. Ich propagiere immer, dass ERAs oder BCAAs, je nachdem in welcher Situation des Trainings ihr gerade steckt, sehr, sehr wichtig sind. Vorm und beim Training. Wem das aber jetzt mal ausgeht, keine Panik. Ihr könnt natürlich auch unsere Isolate ohne Probleme während des Trainings trinken. Gerade mit den fruchtigen Geschmäckern ist das sehr, sehr sexy. Guck mal, wie der aussieht. Das sind jetzt mal ohne Scheiß, das sind 40 Gramm Eiweiß drin. Ja? Das ist wie Wasser, ohne Scheiß. Wasser mit Geschmack. Ja? Servus Sportfreunde, hallo liebe YouTube-Fans. Was ist da unterhaltsamer wie so ein altes Trainingsvideo von mir? Das habe ich jetzt mit 30 Kilogramm gemacht. Normal habe ich da 40 Kilogramm kurzhandel gemacht, was mir irgendwann zum Verhängnis geworden ist. Habe ich mir genau bei dieser Übung die Bizeps angerissen. Auf der rechten Seite, 2 Wochen vor dem Olympia. Da hast du aber mal Pipi in der Hose, mein lieber Freund. Weil wenn der Bizeps mal abreißt, dann ist es aber mal Essig. Ja? Markus Röhl. Auch da siehst du, ne? Ich hab nie die vollen Wiederholungen gemacht. Ich habe immer so über Angst gehabt vor der Überdehnung. Ich bin dann irgendwann aber in den Trichter gekommen, um die letzten 2-3 Zentimeter zu aktivieren, mehr in die Dehnung zu kriegen, weil dann halt mehr Reiz auf den Muskel ausbricht. Das stimmt schon. Aber damit habe ich mir viel, viel kaputt gemacht. Ne? Also damals war ich vom Training her intelligenter, wie ich dann mit längerer Zeit gewonnen bin. Ich habe es immer mehr auf die Spitze getrieben und das wurde mir dann halt irgendwann verletzungstechnisch zum Verhängnis, mit meiner Brust zumindest. Die Schulter ist immer noch sexy, aber die Brust ist halt echt, hat sehr drunter gelitten. Ne? Das war gar nicht so einfach. Normalerweise hat die Bank ja andersrum gestanden. Und wenn die Bank andersrum steht, musst du ja nicht so einhängen, sondern so. Ne? Das war, also das Video hat mir viel Schmerz am Handgelenk bereitet im Nachhinein. Und das Schwitzen, ne, das war nicht alles natürlich. Das war Wasser. Da hat mich mein Sponsor damals mit Wasser eingesprüht, damit ich mehr glänze. Das weiß ich noch. Das waren jetzt, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 140, 160 Kilo. Also in meiner Maximalzeit habe ich so 210, 220. Konnte ich schon machen, ne? Manchmal auch 2,30. Aber nur im Aufbau. Dafür Eier halt, ne? Er war schon gut. Er war nicht schlecht. Oh. Ärgert mich, dass ich da so viel gepostet habe. Das ärgert mich. Das habe ich bei den späteren DVDs dann nicht mehr gemacht. Könnt ihr mal einen Vergleich sehen. Ne? Das, die DVD, wo wir gedreht haben dann, ne? Wo man keinen fremden Einfluss mehr hatte, die war natürlich da wesentlich authentischer, sage ich mal. Also mehr wahrheitsgetreu. Ne? Das war meine Lieblingsübung. Für die hintere Schulter. Also die müsst ihr unbedingt machen. Das ist eine Nonplusultra-Übung. Wer die nicht macht, kriegt keine hintere Schulterköpfe. Und halt auch schwer, ja. Müsst ihr dann ein bisschen mit Dampf machen.
ruhig ein bisschen Gewicht nehmen, auch mal ein bisschen mit Schwung arbeiten. Ist alles gut. Da konnte ich bis 60 Kilo. Habe ich die gemacht. Heute habe ich noch 25. Ja, 30, wenn ich gut drauf bin. Ja. Was ist denn hintere Schulterkopf? Das ist das, was man bei den meisten Bodybuildern so auffällt. Ne? Die haben so den hinteren Schulterkopf nicht. Das da hinten, hast du? Ne? Sieht man jetzt leider nicht, weil der Bildausschnitt nicht langt. Vielleicht sieht man es nochmal von der anderen Seite, weiß ich jetzt nicht genau. Dicke Schultern macht hauptsächlich der hintere Kopf. Wisst ihr mal, wie groß der ist, ne? Zack. Der ist unheimlich wichtig, damit die Schultern so eine Dreidimensionalität bekommen. Außerdem ist es geil, weil du kannst dich voll verausgaben bei der Übung. Ich finde die Porno. Und dann läuft da so die Rotze aus dem Maul, weißt du, weil du auf dem Bauch liegst und kannst die Rotze nicht abschlucken, dann da hat es geil. Siehst du da? Zack. Ja, teilweise, wenn ich im anderen Studio trainiert habe, jetzt in Kelsterbach, die waren es gewohnt, habe ich mir nicht das Handtuch auf die Bank geleckt, sondern unter die Bank, weil mir die ganze Rotze aus dem Maul gelaufen ist beim Schulter vorgebeugt. Zack. Viele fragen sich immer, wie ich mich motiviere beim Training, ne? Du kannst dir jetzt nicht sagen, ich motiviere mich. Du musst ja irgendein Feindbild vor dir haben, irgendeine Motivation, das muss ja in dir stecken. Du kannst es nicht durch einen Booster kriegen oder, keine Ahnung, durch einen Brennesel in der Hose. Du musst immer schauen, das spielt sich alles hier oben ab. Du musst so eine Grundaggressivität im Studio haben. Ihr seht mich hier jetzt trainieren. Da lache ich nicht, außer ich muss eine scheiß Pose machen oder so, aber ansonsten habe ich immer den Mod-Modus drin, ja. Das geht das ganze Training raus, da gibt es keine Gefangenen. Und wenn die Leute immer so lieb trainieren, das heißt, die machen ihren Satz, dann gehen sie irgendwo hin und reden ein bisschen. Ne? Und das geht natürlich nicht. So kannst du natürlich nicht hart trainieren, das geht ja gar nicht. Du musst ja schon in deinem Tunnel bleiben, deine Fokussierung, deine Stunde, deine anderthalb Stunden, wo du nur Bodybuilding lebst und denkst. Und dann kannst du auch so hart und schwer trainieren. Deswegen ist mir so schwer gefallen mit der Kamera, ne? Weil die Kamera immer so um mich rum war. Das hat mich eher so ein Stück weit immer so ein bisschen abgelenkt, ne? Weil ihr seht ja, die Kamera hängt ja genau vor der Schnauze, ne? Ja, ne? Also, oder zwei Kameras, genau. Ich muss mir vorstellen, das Ding haut ja jetzt halt so einen Meter vor die Fresse die ganze Zeit. Du sollst schwer trainieren, ja? Das war schon, ich meine, du weißt es am besten. Du hast ja auch viel Spaß mit mir erlebt, ne? Setz dir die scheiß Kamera weg. Wo ich schon bin ja eigentlich ein aggressives Arschloch im Studio. Echt, ohne Scheiß. Bin echt ein Mörder. Also heute nicht mehr, aber zu der Zeit. Boah. Jetzt hat mal einer ein Handy auf der Bank neben mir gehabt. Das hat ständig geklingelt, ne? Es gab schon Handys damals. Das war in Kelsterbach. Und dann habe ich zu dem gesagt, hier, tu doch mal das scheiß Handy aus, schall du es weg. Das Handy bleibt genau da liegen, wo es ist. Habe ich es genommen, habe es gegen die Wand geschmissen. Das Ding ist in 1000 Fetze geflogen. Danach hat er sein Handy zusammengeräumt, ist aus dem Studio raus. Dinge gehen manchmal mit. Und wenn du hart und schwer trainieren willst, musst du halt auch dich fokussieren und konzentrieren. Und dann darfst du dich nicht ablenken lassen von jedem Scheiß.
So, das war immer Schwachs. Viele fragen immer, wann macht man Schultern oder vielmehr Nacken? Bei Schultern oder beim Rücken gibt es keine richtigen, kein falsch. Also ich habe es immer gern mit Schultern gemacht, jetzt fürs Video. Wenn ich ehrlich bin, in der Realität habe ich Schultern immer morgens trainiert. Das heißt, ich habe morgens mein Cardio gemacht, habe dann immer Schultern trainiert oder Waden oder Beinbizep, immer im Dreier. Und dann habe ich das wieder von vorne gemacht, habe ja 6-mal die Woche trainiert. Und dann habe ich immer morgens Nacken gemacht, bin Rad gefahren, habe Beinbizep gemacht, bin Nacken gefahren. Das habe ich jetzt auch nur fürs Video gemacht, das habe ich nochmal nicht gemacht, ohne Scheiß. Das ist die Technik, da hätte ich es drauf fallen lassen müssen, ne? Ja? Da war so ein Technik-Dings da, Akku oder was das war. So muss ein Studio aussehen, ne? Hier Boden aufgerissen, geil. Bisschen Dreck unten drunter. Das ist 90 Kilo, 70 Kilo, was ist das? Da ist der Micha, ja. Aber so wie der Micha jetzt guckt, ne, so hat er immer geguckt. Ne? Das sah immer so aus, ne? Immer selbst. Immer. War auch noch blutjung, der Micha. Oh, das war grausam. Das war am selben Tag. Das war am selben Tag. Da habe ich nämlich dieselbe Hose angehabt. Und dann sind wir runter, komm, wir machen noch Beine. Das weiß ich wie heute noch. Und ich hatte nämlich meine Kniebandagen nicht dabei. Und da habe ich mir so, nachher siehst du so scheiß Mullbinder um die Knie gewickelt. Die haben mir die ganz Kniegel eingeschnitten. Das weiß ich wie heute noch. Warte mal ab, wenn es noch schwerer wird, haue ich mir die Scheiße da ums Bein, weil ich meine richtige Bandage vergessen hatte. Das ist ein Knackarsch, ne? Sexy Arsch hier. Wahnsinn. Da habe ich noch ein Stut, nämlich noch vom Thomas ober das T-Shirt genommen und habe es noch umgeschnitten, das weiß ich noch. Also so bis 180, 200 Kilo konnte ich ganz locker Wiederholungen machen. Das war nie das Problem. So ab 240 ist es dann schwer geworden für mich. Da muss ich dann bandagieren. Also im Aufbau, jetzt im Wettkampfform war es sowieso schwieriger, weil die Knie haben dann sau weh getan. Eigentlich habe ich auch nie da unten gebeugt, sondern eigentlich habe ich oben gebeugt, an dem komischen Ständer da, weil ich war es nicht gewohnt, ihr seht schon, das sieht irgendwie komisch aus, ich war es nicht gewohnt, da reinzulaufen, das war für mich alles fremd, deswegen sieht das alles so ein bisschen unrund aus an dem Dach. Das sind die Beine waren so dick, dass ich mir die Eier weggedrückt habe, das ist heute Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Also nicht, weil die Eier kleiner geworden sind, sondern die Beine. Beides dünner. Siehst du? Das ist, was ich meine. Die Scheiße, das hat sau weh getan. Weil ich meine Bandage nicht dabei hatte. Verfluchte Hacke. Das und trotzdem habe ich da 180. Wie sind das jetzt? 100? 130, 160, 180, 200 Kilo oder 220 Kilo, keine Ahnung. 200. Siehst du, da habe ich nämlich sau weh getan. Mit dem Scheißdreck da. Siehst du, was der Arsch da belastet wird, ne? Schlimmste war, die Handgelenke so wehgetan, weil ich nicht mehr nach hinten gekommen bin, musste ich immer extrem
ne, so die Finger nach hinten biegen. Dann habe ich mir das immer überdehnt. Ich habe immer Schmerz gehabt, wie die Drecksau in der Handgelenke danach. Das Studio in Kelzerbach, das, der ganze Beinbereich war im Keller. Und ich glaube, es gibt in ganz Deutschland nur ein Studio, das so einen großen nur Beinbereich hat. Das ist der ganze Keller, ist voller Beingeräte. Also wenn ihr mal die Chance habt, könnt ihr gerne mal schauen in Kelzerbach, tolles Studio. Oder besucht mal in Punktstadt das Extreme Fitness. Das dahinter war der Studiobesitzer eben, der Herr Brucher, der damalige. Das macht er jetzt erlebt in Berlin, der Thomas, gell? Ne? Wir sind dann alle sehr gute Freunde geworden, ne? Der Timo, der Thomas, ich. Das war das erste Mal, dass ich, oder glaube ich, die erste oder zweite Woche, wo ich in Kelzerbach überhaupt trainiert habe. Ich kannte das Studio vorher gar nicht. Aber das war für das Video perfekt, weil es ein bisschen oldschool war und so. Und ich habe dann auch nach dem Video, gell, bin ich fest nach Kelzerbach für, ich glaube, boah, 10 Jahre, wo ich da trainiert habe. Ne? Später habe ich es dann auch mal übernommen, kurzzeitig. Und habe es aber dann wieder relativ schnell abgegeben, weil mir die Zeit einfach gefehlt hat. Das ist der Thomas. Das habe ich auch immer ganz oft gemacht dann. Nochmal normal nach dem Beinstrecker, beidseitig, habe ich immer nur einbeinig gemacht, rechts, links, damit ich nochmal eine Isolation habe auf beiden, weil doch nie beide Beine gleich dick sind, habe ich immer nochmal versucht, einzeln ein bisschen zu trainieren. So ein kleiner Tipp, das könnt ihr auch ruhig mal machen dann. Beim Beinstrecken ist das super. Bin dann immer später immer mehr zu der Beinpresse. Ne? Also ich glaube, das Video 2 Jahre später, das war fast nur noch Beinpresse. Da habe ich überhaupt keine Kniebeuge mehr gemacht. Also so Ende der 2000er bin ich komplett von der Kniebeuge weg. Und ich bilde mir dann ein, dass meine Beine dann nochmal einiges dicker geworden sind und von der Form sich auch nochmal ein bisschen verändert haben. Die sind dann mehr ausladend geworden. Weil da waren sie, fand ich, noch relativ dünn. Und die Übung wollte ich nie machen, da habe ich immer zum Kameramann gesagt, das sieht doch scheiße aus, das siehst du doch gar nicht. Ganz schön, ne? Die wollte ich nie machen. Der sagt, nein, die mache ich nicht. Die sieht scheiße aus, da siehst du nur meinen Arsch. Ich wusste halt auch nie, wie es von hinten aussieht. Ne? Nicht gewusst, dass ich so Granaten dahinter drauf habe. Für mich war die total unspektakulär. Beinbizeps habe ich zum Schluss extrem trainiert. Also die letzten 7, 8 Jahre meiner Karriere habe ich sehr viel Beinbeuger gemacht, weil ich von der Seite einfach noch mehr Volumen reinkriegen wollte. Ne? Ich gucke immer dahin, weil da war ein Spiegel, das war so ein Dreieck, müsst ihr euch vorstellen, in Kelzerbach. Ne? Und wenn du da hast du so einen Spiegel gehabt und hast du gesehen, wie das von der Seite arbeitet. Deswegen gucke ich da immer so in die Ecke rein. Das war immer geil, da hast du dich auch hingestellt, wenn du gepostet hast oder so in der Ecke, haben wir immer gepostet. Und hast du dich selber von hinten gesehen, das war spektakulär. Habe ich so im anderen Studio nie mehr gesehen. Wenn du heute mit, stell dir mal vor, du gehst heute mit so einer Hose ins Studio. Ich verhauen dich, ne?
Oder ich schmeiße nicht raus in den meisten Studios. Ja? Das ist ja verboten. Nee, gar nicht. Nee, ich habe nie Tipps gemacht. Das ist gelogen, das Video. Vollkommen falsch. Ich habe nie Tipps gemacht, ohne Scheiß. Ich glaube, das waren die ersten Tipps seit 5 oder 6 Jahren, wo ich da gemacht habe. Ich war aber zu schwer für die Scheiße. Ich konnte es nicht. Mir haben da immer die Ellenbogen wehgetan. Ich habe doch nichts gemerkt, außer meine Brust. Also ich habe einen riesen Pump bekommen, aber nur eine Brust. Entweder ich war zu blöd für Dips oder keine Ahnung. Ich meine, ich konnte sie machen, aber. Aber der Dipsständer war halt geil, ne? Du hast so, der ist so konisch zugelaufen. Du hast immer deine perfekte Griffbreite gehabt, egal wie du gebaut warst. Das fand ich gut. Das ist null Pumpe im Trizep, gar nichts. Nö, nix. Außer ein Pickel dahin. Die Übung habe ich gern gemacht. Das ist eine geile Maschine gewesen. Ganz einfach. Damals habe ich auch noch Unterhosen angehabt. Ne? Habe ich dann später nicht mehr. Da habe ich noch Unterhose angezogen zu der Zeit. Ja, mit den Grad, das filmt die Geister an, ne? Sensationell. Ja. Ich weiß aber auch, dass du oft sagst, können wir das nochmal machen? Und dann habe ich immer zu dir gesagt, was denkst du denn, dass ich 230 jetzt noch 5-mal mache oder was? Ne? Das war. Und der Timo hat geschwitzt bei der Aufnahme, das weiß ich noch. Der hat mehr geschwitzt wie ich. Ich habe gedacht, warum schwitzt der? Ich glaube, in der Form würde ich beim Olympia heute einen richtigen Schaden anrichten. Das wäre nicht schlecht. Ich meine, das ist jetzt keine Wettkampfform, ne? Musst du überlegen. Das ist jetzt vielleicht 3-4 Liter drüber, ja? Wenn du da das Wasser rausgeholt hast, jetzt, mein lieber Freund. Das war jetzt eine normale Form, wie es so eine Woche, 2 Wochen nach dem Wettkampf ist, wenn du wieder normal ein bisschen mehr Kohlenhydrate gegessen hast und so und ganz normal deinen Apfelsaft getrunken. Ne? Ja, war schon gut, ne? Und nochmal gepostet, furchtbar. Die Zahnlücke habe ich mir dann später wegmachen lassen, das hat mich voll genervt. Ich glaube, das war einer der wenigen ästhetischen Behandlungen, die ich in meinem Gesicht vorabnehmen lasse. Der da. Den gibt es halt nicht mehr. Da. Das war so ein Überzahn. Hatte ich von Kindesalter schon, hat mich immer voll abgenervt. Fertig. Der dicke Deutsche. Zeigt euch, wie es geht. Glaubt mir.
sogar geredet. Ich habe einen Satz wie der Schwarzenegger im ersten Film. Ne? Warum habe ich das ausgerechnet beim Trizeptraining kein T-Shirt mehr an? Verstehe ich nicht. Guck mal, das hieß ja der Bauchnabel. Zack. Das, was da so quietscht, ist nicht das Seil, das ist mein Ellbogen. Ne? Nein, so schlecht war er nicht. Also ich mache immer meinen Spaß da damit, aber so schlecht war er nicht. Nee, praktisch nicht. Der rechte ein bisschen schwächer wie der linke, aber das liegt natürlich auch von der Form her. Der linke war wesentlich besser. Ne? Aber das war ja auch mein Zeigetrizep. Ne? Da siehst du mal, was da für eine Granate dran hängt. Der war schon gut. Also schlecht war er nicht. Das haben die Kampfrichter auch nie bemängelt bei mir. Das ist ja dann, oh, dein Trizep ist so schlecht. Das haben sie nie gesagt. Die haben nur gesagt, dein Arsch ist zu weich und dein Rücken. Also meine Rückenpartie wäre immer zu weich gewesen. Gut, bei dem einen oder anderen Wettkampf bestimmt, aber das mit dem schwachen Trizep, das haben so die Deutschen auf den Markt geschmissen. Ne? Das habe ich nie so ganz verstanden, aber. Wenn der so schlecht gewesen wäre, hätte ich keinen 58er Arm gehabt fast. Ja. Also nur mit Bizeps kriegst du das jetzt auch nicht hin. Deswegen, so schlecht war er nicht. Und immer zu dünn im Spiegelbild. Ne? Was sind die Gedanken, wenn ich mich da angucke? Ich war immer zu dünn. Ich hab gedacht, mein Gott, das sieht so scheiße aus im Spiegel. Sieht aus wie so ein Behinderter. Gibt's doch gar nicht. Weißt du, das war halt immer so ein bisschen zu weich. Na gut, jetzt hatte ich dann sowieso noch Wasser drin, aber. Ne? Ich meine, zum Schluss war das alles gerippt und verstreift, aber es war im Gegensatz meine andere Profikamerade, war das halt einfach noch zu. Das war's. Zu weich gewesen. Ja. Markus Rühl, XXXL. Geile Aufnahmen. Ich bin wieder gefreut, das zu sehen. Je länger ich das gesehen habe, je mehr kann ich mich da so erinnern, was ich so gedacht und gefühlt habe. War eine sehr, sehr geile Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vermisse das auch unheimlich. Ne? Guck mal da, Nasser. Ach so, Joachim Kerzel, siehst du? Das war der Sprecher von Chad Nichols. Ne, wer ist denn das? Wie? Jack Nicholson. Jack Nicholson, ja. Jack Nicholson. Guck mal, das Schaub hier. Das waren alles Fotografen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle gehiesen haben. Ach, das war nach dem Olympia, ne? Hier der. Keine Ahnung. Das war immer so, wie wir nach dem Olympia rumgefahren sind. Dexter. Ach, der weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Der hat nie was gewonnen, aber der war immer dabei. Nasser. Guck mal, wie jung der Dexter noch war. Milos. Das war wirklich so, wie oft deine Bilder waren. Wir waren wirklich eine eingeschworene Truppe, ohne Scheiß. Nach dem Olympia haben wir immer viel Spaß gehabt. Wir haben immer abends zusammengesessen, haben ein bisschen was getrunken, was gegessen alle. Das war eine geile Zeit. So was gibt's heute gar nicht mehr, wisst ihr? Toll. Das finde ich am allerbesten, jetzt der Abspann. Das war mein damaliger Trainingspartner, der Marc Arnold. Der war immer mit mir, siehst du? Mein Partner Marc Arnold. Wahnsinn. Ja, so sah dann die Wettkampfform aus, ne? War das Gesicht einiges schmaler noch. Ja, war geil. War richtig geil. Ja, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Wir werden das jetzt auf YouTube bringen und da freue ich mich drüber. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und Unterhaltung gehabt in dieser doch so komischen Zeit. Ich finde es jetzt nicht eine schwierige Zeit, ich finde es eine komische Zeit.
Und ich hoffe trotzdem, dass ihr noch viel Freude an eurem Training habt und bleibt Rühl24 immer beiseite, weil wir unterstützen euch auch, wo wir können. Wir versuchen wirklich alles, um euch das Leben angenehmer und den Muskelaufbau leichter zu machen. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Markus Röhl